Ja, ihr Goldschiffer, ihr Goldprospektoren, willkommen auf Reitlich Gold. Ich bin hier wieder unterwegs und hört ihr die Vögel da zwitschern, da hinten im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, weil der Bach so laut ist. Aber die zwitschern mir, dass wir hier richtig sind, irgendwie richtig sind. Ich habe das Gefühl, dass wir hier richtig sind. Die Geologie sieht so aus, hier. Wir haben hier ganz viel Metasedimente, wir haben hier Grüngestein Granit haben wir, glaube ich, auch ein wenig herumliegen. Ich muss mal gucken, wie das hier aussieht. Das ist jetzt die erste Haltestelle, wo wir sind. Und wir werden den kompletten Bach, wenn wir jetzt innerhalb von 3 Tagen, werden wir den jetzt abprospektieren, der Peter und ich. Ne? Und also das wird dann praktisch eine Detailprospektion werden, dass wir dann auch in Zukunft praktisch wieder schön im Gebirge schürfen können. Ne? Ist halt immer schön. Das Wasser ist übrigens richtig kalt. Da oben, ja, also jetzt hier sieht man es nicht, weil wir noch ziemlich tief drin sind, im Tal drin. Und, aber oben sieht man eben noch Schnee und das Wasser ist richtig kalt. Gut, Leute, ich werde die Teile immer hinten anhängen und wünscht uns Glück. Bis denne. So, Leute, das ist der zweite Teil hier. Wir sind jetzt halt hier in einem kleinen Seitenbach. Das sieht so aus. Und wir arbeiten uns hier durch den Bach wie immer wieder durch. Es ist ziemlich flach hier alles, aber sehr instabil. Die ganzen Gesteine sehen so aus. Und das hier ist eine schöne Gneisform hier. Und wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen Steine finden oder schöne Plätze, die wir dann hier ein bisschen beproben können. Ne? Wir nehmen immer wieder mal Probesteine mit und dann gucken wir uns an zu Hause im Detail, was wir da machen können. Ob wir da Gold drin finden, wo wir dann interessant finden oder wie auch immer. Und heute, das Wetter ist eine Katastrophe. Aber wir sind ja hart im Nehmen. Ich habe übrigens kurze Hose an. Wie immer Prospektion durch den Bach mit kurzen Hosen. Und mit kurzen Hosen und Wanderschuhe. Das ist die beste, das ist praktisch die beste Option, wo man dann hat hier. Das ist die beste Alternative. Mit Gummistiefeln ist nichts, weil die auch rutschig sein können, die Steine. Und da sind Wanderschuhe eben wirklich die beste Option. Wir müssen dort noch ein bisschen rein, da oben ist eine Riesenschüttung. Aber wie wir da hinkommen, Harald, weiß ich nicht. Soll ich dir die Hand nehmen? Warte. Leute, bis später. Leute, schöne Grüße von unseren Admin Harry, hier Irmi, Peter, Gernot. Wo ist denn der? Wo ist denn der Dicke? Und natürlich mich auch. Ne? Ich mache das Video. Schaut's her hier. Hier sind wir. Ich gehe ganz langsam mit euch rum. Ganz langsam, dass ihr das seht hier. Guckt euch das an. Ist das geil? Ist das geil? Das ist total geil. Da hinten liegt der Schnee, da liegt der Schnee. Oh, schaut her. Geil, oder? Und jetzt das kommt der Hammer. Da oben, das ist die Goldgeologie. Ah, da müssen wir hoch. Irgendwie jammert schon. Und guckt euch das mal an. Hey, ich zoome euch da mal ein bisschen rein. Geil, oder? Geil, oder? Wir trinken jetzt hier ein Bier und es wir glauben, es fängt direkt auf Stein ab. Egal, wir trinken hier ein Bier. Jetzt hat es mir echt die Stimme verschlagen, weil ich volle Luftstrom, volle Windstrom hier reinbekommen habe. In mein Face, in meinen geilen Face. Hier läuft dann ein Wasserfall runter, schaut mir, aber der Wasserfall da hinten, ich zoome mal ein bisschen dran. Oh, aufpassen, nicht, dass ich hier runterstürze. Oh,
Und es ist kalt, aber egal, scheißegal. Jo, Leute, danke und tschüss euch.